Hallo ihr Lieben, mein Name ist Dominik Michel von der Firma SFC in Berlin, Service Center für Pandora in Berlin und Brandenburg. Neben mir steht der Thomas, Außendienstler von Pandora. Heute haben wir mal einen Gast bei uns. Hallo. Und wir würden euch gerne die Pandora Camper Pro V2 mal in dieser wunderschönen Mobilwetter-Yacht mal versuchen näher zu bringen. Ja, wir sind unterdessen mal nach innen umgezogen, doch ein wenig gemütlicher und kuscheliger. Der Thomas hat mit Sicherheit zwei, drei Fragen mitgebracht, die ich versuche gerne zu beantworten. Auch damit er ja auch weiß, was er meinen Händlerkollegen denn, was die neue Camper Pro V2 angeht, beantworten darf oder kann. So, schieß mal los. Ja, also grundlegend die wichtigste Frage auch der ganzen Wohnmobilbesitzer ist natürlich, warum brauche ich eine Alarmanlage, Dominik? Das ist eine gute Frage, aber wir können sie auch versuchen zu beantworten. Im Hausbereich, in der Immobilienbranche, da sind ja Home-Alarmanlagen weit verbreitet. Und man darf ja nicht vergessen, so ein Wohnmobil ist ja auch ein Stück weit sein mobiles Heim. Also warum auch nicht sein mobiles Zuhause absichern? Zumal man hat ja alles, was einem lieb und teuer ist, auf solchen Reisen mit bei. Und was ich, glaube ich, keiner erleben möchte, ist, wenn man irgendwo eine Radtour am Gardasee gemacht hat, zurückkommt und das ganze Wohnmobil leergeräumt ist. Das ist, glaube ich, eine pure Katastrophe. Gerade für die Frauen, die ja da vielleicht noch ein bisschen sensibler sind als wir Männer. Und wir haben immer wieder Kunden, die sagen, ich fahre mit dir nur auf Reise, wenn auch eine Alarmanlage drin ist. Also da macht dann schon die Frau des Hauses tüchtig Druck. Aber wir kriegen es ja alles entsprechend abgesichert, sodass die Damen und Herren wieder ruhig schlafen können. Wenn die Regierung zufrieden ist, dann ist der Rest auch in Ordnung. Ist der Urlaub gesichert. Genau, das ist der Urlaub gesichert. Es ist halt so. Ne? Okay, und mit welchem finanziellen Aufwand muss man rechnen bei so einem Einbau von einer Alarmanlage in ein Wohnmobil? Da haben wir unterschiedliche Pakete. Wir haben einmal die Pandora Camper Bus Edition. Das ist dann gezielt für kleinere Wohnmobile wie ein VW Multivan oder eine umgebaute Karavelle oder wie auch immer. Die gehen so bei 1650 Euro inklusive Installation los. Dann haben wir die normale Camper Edition oder wie gesagt neu die Camper Pro V2. Die liegt dann schon bei 2100 Euro. Inklusive Montage plus entsprechend Erweiterung. Und was ist jetzt bei diesem Modell das Besondere? Also was sind die Features, die die anderen Alarmanlagen jetzt nicht mit sich bringen? Pandora hat es geschafft, mit der neuen Edition endlich ein 4G LTE Modem einzubauen. Das heißt, wir sind zukunftsträchtig. Okay. Wir haben da keine Angst davor, dass irgendein 3G-Netz abgeschaltet wird. Mhm. Es gibt diverse andere Alarmanlagenhersteller, die das nicht können. Ja. Also da müssen wir sagen, ist Pandora wirklich einer der einzigsten. Genau wie das Bluetooth 5.0. Und ganz wichtig, dieses leistungsstarke LoRa-Funkpager-System, was, ihr habt vielleicht schon mal in einer anderen Edition von uns gesehen, uns alle Informationen wirklich per Funk auf den Pager bringt, so dass, wenn wirklich mal der GSM-Bereich an meinem Urlaubsort nicht so toll ausgebaut ist, werde ich trotzdem noch auf eine Reichweite von bis zu 2000 Meter noch angefunkt und habe Statusänderung. Also 2 Kilometer Reichweite, selbst im Wald oder am Strand, wo man ist, bekommt man die entsprechende Information vom Status von der Alarmanlage übermittelt und das Ganze ohne Zusatzkosten. Richtig. No? Was ja auch ein wichtiger Faktor ist, gerade im Ausland. Wenn man unterwegs ist, muss man ja auch seine Mobilfunkkosten irgendwo im Auge behalten. Und das ist im Prinzip kostenlos dabei bei der Camper Pro. Genau. Ja, wir bieten, und Gott sei Dank deines Arbeitgebers, haben wir ein SIM-Karten, wie soll ich sagen, ja, es ist eigentlich schon ein Konstrukt, ja, wo wir wirklich europaweit inklusive Türkei und auch der Schweiz eine Netzabdeckung finden. Für uns gerade in Deutschland interessant, Vodafone, Telekom und O2, dürfen wir das sagen? Doch, ja. Wir dürfen sagen, das sind die drei großen Netzanbieter in Deutschland. Da haben wir ein klassisches Auslandsroaming und die Karten, die kommen, ja, können wir sagen, sie kommen aus Österreich, du weißt es. Aber ja, es ist ein geiles Konstrukt, weil es ist auch relativ günstig. Wir sind noch nicht mal bei 4,50 Euro im Monat. Ich glaube, 4,18 Euro runtergerechnet kostet so eine Geschichte auf 2 Jahre. Genau. Und da hast du als Kunde einfach mal 2 Jahre Ruhe. Genau, vollkommen stressfrei, weil nichts so schlimmer, als wenn man in den Urlaub fährt und plötzlich bemerkt, okay, die SIM-Karte ist abgelaufen. Na, man muss irgendwo zur Tankstelle rennen, sich eine andere SIM-Karte besorgen. Ist ja auch schwierig, weil die Alarmanlage ist ja irgendwo versteckt eingebaut. Man kommt ja nicht ran. Man hat nur Ärger. Die Frau will in den Urlaub und die SIM-Karte ist abgelaufen. Genau.
bleibt das unsichere Gefühl. Genau, nicht. Definitiv. Ja, wie bei den anderen Pandora Alarmanlagen auch, haben wir natürlich auch bei der Camper Pro diese Tags mit bei. Ihr kennt sie mit Sicherheit aus den anderen Videos von uns. Auch hier wieder eine Entschärfung des Systems ist ohne diese Tags nicht möglich. Die hängen, wie gesagt, per Bluetooth an der Alarmanlage dran. Wir haben eine relativ sichere Verbindung, weil wir 128-Bit-fach kodiert sind. Soll mir erstmal einer zeigen, wie man das Ding hacken will. Neulich kam die Frage auf GSM-Jammer. Ja, genau. Immer wieder gerne. Und wir hatten tatsächlich neulich mal die Möglichkeit, solch ein Ding in der Hand zu haben und konnten es mal bei einer Elite ausprobieren. Mhm. War eine interessante Geschichte. Also die Bluetooth-Akkusirene, ja, die hat sofort losgeschmettert, weil die neumodischen großen Störer, ja, können auch den Bluetooth-Bereich stören. Ah, okay. Das heißt, die schmettert erstmal vorne im Motorraum los. Ja. Der Pager, den konnten sie nicht überlagern. Fand ich eine geile Nummer. Ja. Klar, da zeichnet sich wieder dieser LoRa-Standard aus. Ja. Klar, GSM-Bereich war platt. Wir konnten auch nicht telefonieren, hatten auch keine Verbindung mehr mit der App, leider, ja, Gottes. Ja. Aber über das LoRa-System wirst du immer noch gewarnt. Okay. Und hast ja auch über dieses wunderschöne, wir können es mal in die Kamera halten, entsprechende OLED-Display, wird einem ja auch alles dargestellt. Ja? Also wir haben, ist eine Tür offen, ist eine Dachluke offen, hat der Schocksensor ausgelöst. Wir sehen ja selbst über die neuen Fernbedienungen auch die Betriebsspannung im Auto, ja, und die Temperaturzustände. Auch immer wieder interessant. Wenn ich unterwegs bin, könnte ich ja dann schon mal aus der Ferne per App die Standheizung im Wohnmobil anmachen, damit wenn ich vielleicht ja auch im Herbst, genau, in Skandinavien unterwegs bin, wo, genau, es etwas kühler ist. Genau, das war dann entsprechend in ein warmes Häuschen kommen. Ja. Wie viele Sensoren, weil du es angesprochen hast, kann man an die Pandora Camper Pro anlernen insgesamt? Maximale Ausbaustufe sind 10 Sensoren, die wir dann einzeln auch auswerten können. Ja. Es macht hier gerade immer Sinn, Dachluken, die großen Fenster, vielleicht der Kofferraum oder auch die Garage hinten, ja, abzusichern. Immer wieder die Aufbautür. Weil da haben ja die Aufbauhersteller, so wie im Mobilwetter auch, keine einzelnen Türkontakte. Vorne die Aufbautür, die können wir wunderbar abgreifen, liegt mit auf dem Datenbus. Mhm, okay. Aber klar, dann sind auch 10 Sensoren mal schnell weg in so einem großen Ding hier. Ja. Was ist jetzt zum Beispiel mit einem Fahrrad, was ich am Heck habe? Ja. Wie kann ich das absichern? Genau, also dann können wir eigentlich nur hoffen, dass wir nicht mehr als 9 Luken am Auto haben. Dann hätten wir nämlich den 10. Sensor frei, könnten den vielleicht in irgendeinen Schrumpfschlauch einschrumpfen und unterm Fahrersitz verstecken mit dem Kabelbinder. Und in dem Augenblick, wo denn eine Bewegung hinten schon am Fahrrad kommt, ja, löst sofort der Alarm aus. Oder ich kann halt den Webergrill absichern und habe die Möglichkeit, wenn ein Dieb versucht, den Webergrill zu klauen von meinem Vorplatz, kann ich so einen Sensor installieren und bei einer Bewegung vom Grill gibt es sofort einen Alarm, logischerweise, wenn die Alarmanlage vom Wohnmobil geschärft ist. Genau. Nur dann. Das ist eine geile Idee. Genau. Bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Ja, richtig. Zum Thema Schärfen, ja, wichtig, was passiert, wenn die Alarmanlage scharf ist und man bewegt sich im Wohnmobil? Genau, da haben wir eine sogenannte Homezone, die wir aktivieren, okay, können. Entweder über die Pager-Fernbedienung oder über die App. Mhm. Da ist es dann tatsächlich so, dass wir lautlos schärfen. Mhm. Das heißt, die Nachbarn auf dem Campingplatz werden nicht genervt durch das Gezwitscher. Wenn man mal auf Toilette muss? Du hast ja deine eigene bei. Ja, ja. Manche, ja, habe ich gehört, müssen, sagen, willst du nicht, die müssen Wohnmobil machen, auswärts auf Toilette gehen. Nein, Spaß beiseite. Klar, wir schärfen lautlos. Ja. Die Schocksensorik, Neigungssensorik wird alles abgeschaltet, sodass man sich hier innen drin frei bewegen kann. Mhm. Auch etwaige Glasbruchsensoren oder Bewegungssensoren. Ja. Was übrig bleibt, ist die Überwachung der Türen und Klappen. Mhm. Also sprich unsere DMS-100-Sensoren. Ja. Und die klassischen Fahrer- und Beifahrertüren, ja, die werden weiter überwacht. Okay. Sodass, wenn jetzt wirklich jemand von außen versucht, sich Zutritt zu verschaffen, wenn, mhm, ich hinten nachts drin schlafe, dass dann logischerweise auch der Alarm durchschmettert. Okay. Und was ist jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Luke geöffnet habe und der Dieb kommt und reißt die Luke auf? Was passiert dann im geschärften Zustand mit der Alarmanlage? Dann schmettert die los. Sofort. Woran man natürlich denken muss, und das ist das, was ich fairerweise meinen Kunden auch immer beim Erstgespräch schon sage. Wenn das Fenster offen ist, die Alarmanlage im Home-Modus geschärft und jetzt mache ich nachts das Fenster zu, weil mir kalt ist, ja, dann löse ich einen Alarm aus. Aha, also das, okay, muss der Kunde wissen, okay, aber wir versuchen das im Erstgespräch schon, ja, so alles damit muss er halt, damit muss er halt leben mit, richtig, mit diesem Aspekt. Genau. Okay. Es geht ja genauso darum, wir werden es nachher noch mal kurz einblenden, den Trigger-Sensor, der ja auch immer wieder Sinn macht.
Und da wird ja meist auch dann das Gas über Fenster oder Luken eingeleitet. Genau, richtig. Das heißt, wenn jetzt der Dieb die Luke aufhebelt, klar, kommt dann, der Alarm. Genau. Auch über die Innenraumsirene. Ja. Dass es entsprechend hier richtig losschmettert. Ja. Ja, und dann muss ich zusehen, dass ich natürlich schnell aus dem Wohnmobil rauskomme. Wobei auch hier wieder, es gibt schwere und leichte Gase. Die schweren Gase bleiben eher unten logischerweise erstmal. Die leichten Gase logischerweise oben. Hm. Ist mit dem Triggersensor und dem externen Sensor für leichte Gase aber recht gut abgedeckt. Ja, okay. Ja, cool. Ja, also Pandora Camper Pro, das Maß der Dinge, denke ich mal, im Alarmsektor. Zukunftsweisendes Produkt, zukunftssicher. Kann man, denke ich mal, auf jeden Fall sagen. Mit dem LTE sind wir da, denke ich mal, die nächsten Jahre auf der sicheren Seite. Ja. Und jedes 5 oder das kommende 6G, was es vielleicht irgendwo mal geben wird, abgedeckt ist. Ja. Ich denke mal, so lange halten die Autos auch nicht, muss man fairerweise sagen. Okay. Die Bluetooth-Sensoren ist ja vielleicht doch für die Kunden mal interessant. Was haben die für eine Lebensdauer der Batterie? Wann muss der Kunde eventuell die Batterie tauschen? Ja, da bin ich ein bisschen zwiegespalten, bin ich ehrlich. Der Hersteller Pandora sagt bis zu 3 Jahre. Mit der Aussage bin ich mal ein bisschen vorsichtig. Mhm. Ich denke mal realistisch 1,5. Ja. Und dann kommt auf die Nutzung auch, denke ich mal, drauf an. Wie oft? Richtig, genau. Wie oft löst der aus, weil ich wie oft meine Luke öffne oder nicht. Ja. Aber wo du gerade sagst, Batteriespannung in den DMS-100, da fällt mir ein, es wird ja über die App, wird es mir ja angezeigt. Low Battery in DMS-5. Ja. Wir beschriften die auch immer, dass der Kunde dann nicht hier durch die Gegend irrt und guckt, wo ist denn jetzt oder welcher Sensor ist mein DMS-5. Ja. Da beschriften wir die Sensoren immer, so dass man dann an der Stelle auch gezielt wirklich nur den austauscht. Aber das wird mir in der App alles wunderbar dargestellt. Mhm. Auch der Alarmfall selber wird mittlerweile wirklich ganz toll aufgelistet, welcher Sensor ausgelöst hat. Okay, das sehe ich komplett einzeln aufgelistet. Richtig, wir haben ja auch eine einzelne Zuordnung, dass man wirklich sagt, als Beispiel DMS-1 Aufbautür, DMS 3, 4, 5 und 6 sind meine Fenster. Ja. 7, 8 mache ich persönlich von der Programmierung immer meine Dachluken. Da hat aber, glaube ich, jeder Händler, Installateur seine eigene Handschrift. Also von daher. Ja, unser Kameramann hat uns gerade auf eine interessante Idee gebracht. Wir können es ja euch einfach mal vorführen. Wir quatschen die ganze Zeit über DMS-100-Sensoren. Genau. Wir zeigen es einfach mal. Das heißt, wir würden uns jetzt mal in dieses Auto einschließen. So, Fahrzeug scharf, die Welt ist rund und schön. In der App wird es auch gleich bestätigt, Fahrzeug abgeschlossen. So, und jetzt kommt ein Bösewicht von außen. Hau mal gegen. Ja. Tüchtig mal gegen die Scheibe hauen. Genau, zack. Hier wird mir gleich gesagt, entsprechend meine Fenster oder Luken haben Alarm. Hier sehen wir auch externer Sensor, das heißt unser DMS-100 hat ausgelöst. Wird entsprechend alles wunderbar dargestellt, so dass ich dann auch weiß, was habe ich gerade für einen Alarm, wenn ich 500 Meter weiter weg in der Taverne sitze. Ja, sehr gut. Ja, wir haben auch logischerweise, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, eine GPS-Ortung bei diesem großen System mit bei. Kann man auch wunderbar rein und rauszoomen, so dass man gleich weiß, wo ist denn mein Auto oder mein Wohnmobil. Wir hören es auch immer wieder, dass in Berlin die Wohnmobile durch geschlossene Schranken durchgefahren werden. Mhm. Ich will nicht wissen, wie so ein Wohnmobil da nach vorne aussieht, aber die Leute klauen es. Mhm. Die Diebe klauen es, die nehmen dir dein Haus weg, wenn du so willst. Ja? Ja. Und wir hatten neulich auch einen Kunden, dem ist ein Tag vorm Losfahren des Wohnmobils geklaut worden. Der hatte seinen gesamten Hausstand im Auto drin. Na, der war pappesatt. Ja. Aber heute fährt er mit der Camper Pro V2 rum. Kann nicht mehr passieren. Sicher ist sicher. Stichwort. Ja, genau. Sicher ist sicher. Genau. Wir bauen auch immer wieder gerne unsere zusätzliche elektronische Wegfahrsperre mit ein. Gesteuert über die Pandora, klar. Das heißt also, wenn Alarmanlage scharf, kann man das Auto nicht starten und wegzerren. Glaube ich, tust du so einen großen Renner nicht. So ein großes Ding eher weniger. Ja. So, Schlüssel drin, Fahrzeug ist ja noch geschärft. Treten die Bremse. Alleine schon wegen Zündung an, kommt schon gleich der Alarm. Und wie ihr seht, mein Fuß steht wirklich auf der Bremse. Wir sind in P, ja? Also es ist kein Fake fürs Fernsehen. Ich krieg das Auto einfach nicht an. So, jetzt machen wir das Gezwitscher mal aus. Ja, also ihr seht, ein äußerst hochsicheres Alarmsystem. Ich kenne nichts Besseres. Nee, definitiv nicht. Zumal auch von den anderen Herstellern, ich meine, ich möchte sie nicht durch den Dreck ziehen, weil die haben alle ihre Daseinsberechtigung, das haben wir alle nicht nötig.
Aber keines der Systeme oder der bekannten Systeme ist so umfangreich wie die Camper Pro V2. Und so innovativ. Definitiv. Ja. Ne? Also es ist wirklich das beste System für jemanden, der auch gerne logischerweise mit dem Smartphone agiert. Eine gewisse Affinität zu einem Smartphone sollte man schon haben. Ja. Mit einem Nokia 6310 wird es halt etwas schwieriger, muss man ganz klar sagen. Aber dann kann man sehr viel Spaß haben. Man kann zum Beispiel auch, wenn man lange Strecken gefahren ist, kann man sich über die Pandora-App anschauen, wie viele Kilometer ist man gefahren. Und als Gimmick, nur mal so am Rande, wenn es unterstützt wird, wenn man tankt, kriegt man auch eine Information, dass man getankt hat. Also solche Sachen liest die Alarmanlage aus dem System und man bekommt eine entsprechende Meldung auf seiner App mitgeteilt, dass gerade der Tank aufhört und dass man gerade getankt hat. Ja. Coole Sache. Und für die Hobbyfilmer unter euch. Es ist ja immer ein Trip, wenn du mit dem Wohnmobil irgendwie an die Côte d'Azur fährst. Die Frau hat das Telefon in der Hand, macht ein paar Videos. Der Mann oder der Herr des Hauses kümmert sich um den Verkehr. Und wenn du jetzt später das dir schön zusammenschneidest, kannst du dir auch den einen oder anderen Screenshot ja aus der App rausholen. Genau. Und sagen, guck mal, hier sind wir über Straße XY gekommen oder an der Serpentine, was auch immer. Genau, also das sind aber, wie gesagt, nur Kleinigkeiten nebenbei. Aber klar, für die Leute, die, wie du sagst, telefonaffin sind oder mobiltelefonaffin, ist es mit Sicherheit eine geile Sache. Vielleicht noch eine wichtige Sache zum Thema Telefon. Das Ganze kann man natürlich auch auf dem Tablet nutzen. Das Ganze ist sowohl Android als auch iOS tauglich. Und man hat noch die Möglichkeit, das Ganze auch auf seinem PC zu nutzen. Also wenn man jetzt irgendwo ist und hat gar kein Telefon dabei, gar keinen Schlüssel, kann man im Prinzip auch mit der Webseite, mit seinen Zugangsdaten das Fahrzeug entsprechend verriegeln und entriegeln. Und als allerletzte Möglichkeit hätte man noch die Chance, es über einen Telefonanruf zu machen, wenn man sich damit auskennt. Das ist etwas kompliziert, aber es wäre möglich, dass man mit einem Telefonkommando auch sein Fahrzeug entriegeln und verriegeln könnte. Also diese ganzen Optionen haben wir und das bin ich bei dir, Dominik, kenne ich so von keinem anderen Hersteller auf dem Markt. Ja, ich hoffe, oder Thomas und ich, wir hoffen, wir konnten euch die Camper Pro V2 ein bisschen nahe bringen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns an, ruft uns an. Ansonsten zeigen wir euch gleich noch mal so ein paar Carporns vom Auto. Ansonsten bedanke ich mich bei dir, Thomas. Sehr gern. Dass du die Zeit gefunden hast, heute uns mal hier im Video zu unterstützen. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gern. Und ansonsten gehabt euch wohl, bleibt in der heutigen Zeit gesund. Und auch hier wieder, wir haben das berühmte E-Zertifikat als Alarmanlage und nicht als Sitzheizung. Wir dürfen die Dinger ins Auto einbauen und in Europa im Straßenverkehr in Betrieb nehmen. Das A und O immer wieder bei Pandora. Das ist mein Credo. Danke. Na dann. Bis bald. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Ciao, ciao. I'm lost in a city, still so far from home. I've searched for you all my life. Cast out like a shadow, racing towards the light. I pray to see you one more time.
to light. When I'm on the losing side, carry me home all through the night. I need your love, I need your light, like sentinels and satellites.